Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Es geht weiter an der Schwalbe. Das hat tatsächlich wahnsinnig lange gedauert. Also ich glaube, wir waren jetzt bestimmt 2 Monate mindestens Stillstand. Aber, naja, ich sag mal, Corona ist nicht dran schuld, aber wir hatten so viel zu tun, dass wir das ein bisschen vernachlässigt haben. Deshalb müssen wir jetzt Vollgas geben. Geht weiter mit dem Motor. Komplett Überholung. Das hatten wir euch ja angekündigt. Dabei hilft uns der Robby. Wir sind in seinem Geschäft. Das ist ein Stielfachhandel. Ist das richtig? Richtig. Genau. Also im Endeffekt, der Robby, der kümmert sich um Motorsägen, Rasenmäher, alles was mit Stiel und alles was mit Gartengerätschaften zu tun hat. Und aber auch, und das schon viele Jahre, restauriert er Oldtimer auf hohem Niveau. Also AWO, EMW. Und halt vor allem auch Simson-Fahrzeuge. Das heißt, wenn ihr ein geiles Moped haben wollt, dann könnt ihr euch an den Robby wenden. Der macht das wahnsinnig gut. Und du kannst aber mal noch, bevor ich jetzt hier dich in Grund und Boden rede, noch kurz was zu dir sagen. Wir kennen uns ja schon ewig. Und ich sag mal, wie das so mit deiner Firma entstanden ist, wie du dazu gekommen bist und was ihr hier so den ganzen Tag so treibt. Ach wie. Ich bin jetzt seit 2007 selbstständig damit. Wir haben ja ziemlich gleich angefangen eigentlich, ja, so ja. Ziemlich mit nichts. Genau. Ja, und dann lernen durch Schmerz. Ja. Und dann irgendwann läuft das Thema ja dann, wo man seine Connections hat und seine Erfahrungen gemacht hat mit gewissen Sachen, was dann wirklich auch langsam. Interessant wird. Mhm. Ne? Und wie gesagt, jetzt sehen wir mal zu, dass wir den Motor zusammenbauen. Wenn du schon so lange wieder gerummelt hast, müssten wir jetzt einmal fertig werden. Ja, ich sag ja nicht nur an mir. Nee, aber müssen wir irgendwas beachten, wenn wir jetzt den Motor zusammenbauen? Also, wir haben ja K51-1 und der Motor ist ja nicht ganz so ohne. Also, in meiner Jugendzeit habe ich mich nicht an den Motor herangetraut. Ja, das kann sein. Nein, im Endeffekt gelten wie überall dieselben Regeln. Die Motoren sind am Ende alle ein Puzzle. Mhm. Ne? Und wie gesagt, mit Gewalt puzzelt man nicht. Okay. Na, das ist eigentlich am Ende das Ende. Man muss sich vorher, wie wir es jetzt schon hingelegt haben, entsprechend vorbereiten. Wie gesagt, wichtig ist unheimlich viel mit Wärme arbeiten. Im Idealfall braucht man nicht einen Hammerschlag, um den Motor zusammenzubauen. Es geht eigentlich alles mit Wärme. Und versuchen wir mal, ob es heute klappt ohne Gewalt. Mal gucken. Was ist über die Kamera weg? Genau, das machen wir. Und was sagst du zum Allgemeinzustand? Ja, der ist natürlich besonders selten so guter Zustand, also eigentlich fast neuwertig. Habe ich eigentlich noch nie so gesehen. Man könnte ja denken, die Teile haben wir alle gestrahlt und alle vorbereitet. Ist aber nicht so. Habe ich vor 2 Stunden das rausgebaut, gewaschen, tadellos. Okay. Sehr selten. Und jetzt kannst du, pass auf, ich hole mal noch die Kamera. Das wäre natürlich auch noch für die Zuschauer interessant, weil da war ich auch selber überrascht. Du meintest, der Motor war schon einmal geöffnet. Ja, der war auf jeden Fall schon mal auf. Das sind nicht ganz gut, die Schrauben vom Motor. Haben wir schon Druckstellen gehabt. Das haben die am Berg nicht. Am Berg sehen die idealfall neu aus, aber die sind alle schon mal gedreht worden. Das sieht man ja ganz gut in dieser Aufwärmung. Mhm. Der war auf jeden Fall schon mal auf und hatte auch schon grüne Simmerringe drin, die waren original zu der Zeit, wurden die nicht verbaut, da waren die alle noch schwarz. Und was ich ganz interessant fand, diese Rillen. Ja, diese Rillen. Das hat man gemacht, um den Kompressionsdruck auf die Ringe zu verringern, um entsprechend die Kolbenringe zu schonen. Ist selten, habe ich auch nicht gesehen, ist aber ordentlich gemacht. Also hat sich jemand was dabei gedacht. Dann haben wir hier ein ganz lustiges Phänomen. Hier ist ein riesengroßes Zentrierer von dem Kolben, das kenne ich eigentlich nicht. Also ist der auf jeden Fall nachbearbeitet worden hier, diese Rillen. Einziges Manko bei der ganzen Geschichte ist, dass es Pleuel schief war. Die Seite ist komplett verkohlt und die Seite hat wahrscheinlich am Zylinder an der Wand geschliffen. Dementsprechend brauchen wir den nicht mehr einbauen, weil der definitiv ein geringeres Maß hat wie hier. Ne? Und das brauchen wir nicht mehr nehmen. Ich denke auch, das Bild kennen viele Simson-Fahrer. Also ich kenne viele Kolben aus meiner Jugendzeit, die auch so aussahen. Und das hängt aber auch damit zusammen, also war jetzt das Bleuel von der Kurbelwelle schief oder war die Kurbelwelle nicht richtig ausgerichtet im Gehäuse?
Ich würde eigentlich eher darauf tippen, dass das Play schief war. Ich habe es leider nicht nochmal probiert, aufgrund jetzt unserer zeitlichen Diskrepanz. Aber das kann man mit dem Auge schlecht schätzen. Aber ich würde vermuten, dass das schon auf jeden Fall bestimmt kupplungsseitig gezogen hat. Ist eh egal, am Ende die Kurbelwelle hätten wir jetzt eh getauscht, weil hier haben wir noch eine Bronzebüchse drin. Das heißt, wir müssten das jetzt mit Bleiersatz fahren, wenn wir das Fahrzeug weiter bewegen wollen, um das Additiv für die Schmierung für diese Büchse zu haben. Jetzt rüsten wir ja auf Nadellager um, das heißt jetzt recht normales Gemisch. Wir brauchen keinen Bleizusatz mehr, einfacher in der alltäglichen Handhabung. Ne? Und allgemein ist Nadellager doch schon schöner wie eine Büchse. Alles klar, na dann, los geht's. Ja, der Motor ist fertig. Es hat ein Stück gedauert. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das ganze Überholen doch dann so viele Stunden in Anspruch nimmt. Was haben wir jetzt alles gemacht? Ich habe gesagt, zustimmend nicken, weißt du? Ja, ja. Nee, okay, aber nochmal. Also, kompletten Kugellager getauscht. Wellenstränge, Simmeringe, Startdichtungen, Kurbelwelle, Kolbenzylinder, alle Anlaufscheiben. Das Kurbelwellenspiel überprüft, das Pleuel, dass das parallel läuft. Ja, gereinigt, gewaschen. Genau, den Deckel hast du jetzt nochmal wie behandelt? Ich habe den nur nochmal leicht angestrahlt mit Glas und dann nochmal mit Stahlrolle gebürstet. Ja, sieht jetzt auch wieder richtig, richtig geil aus. Also man könnte fast denken, es ist ein neuer Motor, das gute Teil. Ja, wie gesagt, innerlich, also innerhalb ist sehr, sehr gut. Sehr selten in dem Zustand. Geil. Ja, also alle Teile, die wir verbaut haben, die kamen von AKF. Vielen Dank dafür, dass die uns da mit unterstützen. Und alles, was handwerklich jetzt den Motor anbelangt haben, das kam von dir, Robby. Also auch vielen Dank dafür. Wer sein Moped instand gesetzt haben möchte oder wer es auf Hochglanz restauriert haben möchte, der kann sich auch an Robby wenden. Unten. Also wir blenden die Seite mit ein, ansonsten findet ihr unten auch die Kontaktdaten, könnt ihr euch hinwenden. Auf jeden Fall hilft euch der Robby gerne, euer Moped wieder auf Vordermann zu bringen. Und auch ansonsten Motoreninstandsetzung, ihr könnt auch Neuteile bei ihm kaufen. Also alles, was rund ums Moped zu tun hat. Und auch Motorräder, also DDR-Fabrikate, da hilft er euch auch weiter. Ja, und ansonsten sind wir jetzt wieder gefragt, wir müssen das Ding wieder zusammenstecken und dann irgendwann wieder zum Laufen bringen. Ja, dann schönes Projekt. Vielen Dank für Danke für die... Ja, war cool. Hast mal endlich mal wieder einen Moped-Motor vernünftig gemacht. Nee, Quatsch. Alles klar. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.